Wir werden das schon richtig machen. So, und ein herzliches Willkommen dem UFC aus Hamburg. Auch hier, sie hat sich gegen die TS Auerbach ein. Thank you.
herzlichen Glückwunsch für ein auf jeden Fall extrem spannendes und hochklassiges Finale, was man, glaube ich, für beide Mannschaften auch sagen darf. Und einen am Ende sicherlich auch nicht unverdienten Sieger. Toller Abschluss für eure Abschiedstour, muss man dann ja sagen. Ich meine, dem Titel oder einem Titeln oder Titeln seid ihr ja doch auch lange, lange hinterhergelaufen und jetzt wird es auf so einer Abschiedstour dann plötzlich gekrönt, sozusagen. Ja, du hast eigentlich alles auf den Punkt gebracht. Also wir sind überglücklich. Diese Reise war wahnsinnig spannend und zugleich auch hat es uns sehr viel Freude bereitet, das zu machen. Es war natürlich auch viel Arbeit, aber die ist allen so leicht gefallen. Und wenn ich jetzt in die glücklichen Gesichter gucke, dann wird mir schon ein bisschen warm ums Herz. Ja, das Spiel, also ich fand es auch hochklassig, es war vor allem spannend und ein toller Fight. Ich denke auch, dass es okay geht. Die Jungs haben alles reingeschmissen, was wir haben. Herz, Leidenschaft, ganz viel Kollektivität. Deswegen fällt es mir auch sehr schwer, jemanden rauszuheben. Bin ich sehr froh, dass die Presse das gemacht hat, da einen MVP zu benennen mit Rabbi, der das sicherlich auch verdient hat. Aber das wäre mir sehr, sehr schwer gefallen, weil dann denkst du, na, der war es eigentlich. Und dann, oh nee, der war eigentlich auch super. Und der war eigentlich auch super. Und dann am Ende hast du die Mannschaftsliste zusammengeschrieben. Ja, von daher denke ich, können wir sehr gut und voller Überzeugung die Phrase bemühen, eine geschlossene Mannschaftsleistung. Und das im Kollektiv am besten verteidigende Team und zusammenstehende Team hat aus meiner Sicht dieses Wochenende gewonnen. Und das waren dieses Mal zum Glück wir. Das Spiel war so ein bisschen wie gestern eigentlich, ne? Immer so einer liegt vor und dann denkst du, gefährliche Situation, zack, aber dann direkt auf die Antwort, aber auch wieder auf beiden Seiten, ne? Muss man sagen. Ja, das stimmt. Ich hatte also bis zum Ende, bis kurz vor dem Ende eigentlich nie Ruhe, dass wir das jetzt so ganz entspannt über die Bühne bringen. Man hat ja gesehen, teilweise, also auch dieses Tor von Rabenta auf Joni Fürste, ein Kontakt vorm Abschlag bis vorne in den Kreis, einmal ganz kurz von Alzey die Schnittstelle offen gelassen und schon Shepherds. Und auf der anderen Seite wäre es fast genauso gewesen. Da gab es einen langen Ball, da ist Karl Alt noch dran, Nico Jacobi hält die Hacke raus, sonst hätte es da auch geknallt. Das ist nicht mal eine Sekunde, dann hat sich das Ergebnis schon wieder verändert. Und deswegen konnten und durften wir eigentlich bis zum Ende nicht nachlassen. Und ist auch keinem eingefallen, das zu tun, weil dann waren die Jungs im Tunnel und die Aufgaben waren klar und jeder war voll in seiner Aufgabe. Es war dann, glaube ich, auch tatsächlich sehr schwer, uns zu schlagen heute. Und es war nun auch tatsächlich keine Laufkundschaft, die wir gespielt haben. Man darf nicht vergessen, in der Liga, der HTHC immer noch aus meiner Sicht eines der Top-Teams in der Halle, die konnten wir hinter uns lassen. Das war lange Jahre andersrum. Da mussten wir, haben wir eigentlich nur die Rücklichter gesehen in den Spielen. Dann ging es weiter im Viertelfinale. TSV Mannheim, für mich die Mannschaft der Zukunft. Von denen werden wir noch sehr viel hören. Auch ein sehr schweres Spiel. Im Halbfinale Rot-Weiß Köln, muss ich gar nichts zu sagen. Deutscher Meister und das bestbesetzte Team in Deutschland wahrscheinlich aktuell. Ja, und dann das Derby Alzey, wo natürlich auch sehr viel Emotionalität drinsteckt durch durch das Stadtderby. Viele ehemalige Spieler, die von uns ausgebildet wurden, jetzt in Reihen von Alzey. Da steckt natürlich sehr viel Brisanz dahinter. Wir konnten eigentlich weder ein Testspiel noch ein Bundesligaspiel gegen die erfolgreich bestreiten diese Saison. Ja, schön, dass wir uns das zum Ende aufgehoben haben. Wir haben es geschafft, den Max Capaun, fand ich zumindest eine Halbzeit lang relativ gut aus dem Spiel zu nehmen. Der kam dann zur zweiten Halbzeit wieder besser zum Zuge. So. Ja. Und war der wahrscheinlich darauf vorbereitet, dass sie dem nicht so viel Platz lassen wie gestern eben Köln? Ja, also Rot-Weiß Köln hat das zweite Halbzeit auch versucht. Das ist einfach schwer, den zu halten. Alzey hat das sehr gut gemacht aus meiner Sicht. Zwar taktisch auf sehr hohem Niveau, was die da uns angeboten haben. Wir mussten, wenn man ehrlich ist, ich meine, jetzt ist so gewonnen und alles ist super, aber wenn man mal genau hinguckt, muss man sagen, wir hatten lange Phasen des Spiels große Probleme mit unserem Spielaufbau, weil Alzey hervorragend gepresst hat. Und haben dann erst im Laufe der Zeit Mittel und Wege gefunden und auch Lücken gefunden, dann tatsächlich Entlastung zu schaffen und die Räume zu bespielen. Und dann kam auch Max wieder zum Zuge, der hier aus meiner Sicht eine fantastische Endrunde gespielt hat und ja, als absoluter Leistungsträger jetzt schon mit Mitte 20 hier einen großen Teil beigetragen hat zum Erfolg. War klar, wenn die ein Torwart rausnehmen, dass ihr das sofort gegenkontert mit der Maßnahme. Also auch 6 Feldspieler am Ende. Ja. Ja.
Ja, aber klar. Sehr gelobt von Kermas, dass ihr das wieder macht. Ja, wir haben es in der Liga gemacht, wir haben es im Viertelfinale gemacht, wir haben es im Halbfinale gemacht. Und wir waren zum Glück immer in der Situation, dass wir führten, dass der Gegner kommen musste. Wir wollten uns mit dieser Mannschaft, das für andere Mannschaften, man kann das nicht generell sagen, glaube ich, aber für diese Mannschaft wollten wir uns nicht einfach nur dadurch, dass der Gegner den Torwart rausnimmt, die Initiative so wegnehmen lassen und uns so hinten rein drücken lassen. Das ist einfach nicht unser Spiel, da fühlen wir uns nicht wohl. Wir haben gesagt, wir müssen jetzt dieser Mannschaft auch mal zutrauen, so einen Vorsprung dann im Mann gegen Mann, im 1 gegen 1 ohne Torwart über die Zeit zu spielen. Und ich muss sagen, hätten wir es nicht jetzt wochenlang vorbereitet und so, hätten wir es in so einem wichtigen Spiel nicht gemacht, aber es war überhaupt gar keine Frage. Das ist aber auch vor dem Spiel schon Thema, dass wenn das passiert, dass wir so handeln würden. Im Schluss hält er erfolgreiches Schienbein hinten, hat so eine tolle Beule, aber dafür lohnt sich das. Es gibt ja so viele schöne Sprüche dazu. Die Beule ist nächste Woche nur noch grün und dann gelb und dann ist sie weg und der Wimpel hängt für immer im Clubhaus. Ich glaube, den hat er ganz gerne reingehalten, den Knochen. Es war natürlich Glück in der Phase. Jojo Fröschl hat einen freien Schuss aus der Mitte. Das ist nicht oft, dass der dann nicht das Tor macht. Ja. Paddy stand halt blöd im Weg und kriegt ihn voll vor die Flosse. Und ja, das hat uns in dem Fall natürlich dann geholfen. Letztes noch, wann ging das, die Geschichte eigentlich los und von wem ging sie aus, diese Rückkehraktion mit den Joni und Patrick Breitenstein? Ja, also wir hatten... Ich hatte mit der Mannschaftsführung schon im Laufe der Feldsaison darüber gesprochen. Ergibt das Sinn? Wollen wir die fragen? Wie würden die reagieren? Ich habe dann einfach gesagt, zeichnet sich ab für die Halle. Einige nicht da, viele Verletzte. Und außerdem, Mensch, am meisten Spaß hat es doch mit den alten Weggefährten von mir irgendwie gebracht in der letzten Halle. Jetzt mache ich nochmal das, was mir am meisten Spaß macht. Und ich wusste auch, dass gerade mit Paddy und mit Joni, also Paddy Breitenstein und Joni Fürste, emotionale Lieder zurückkommen, die der Mannschaft sehr viel zu geben haben. Es war völlig unklar, wie viel Spielzeit die kriegen, ob die spielen, ob es reicht. Das haben die auch Jungs selber gesagt, eingangs in der Saison, auch vor der Mannschaft, dass ihnen völlig klar ist, dass wenn es leistungsmäßig nicht reicht, dass sie da keine Sonderstellung haben. Und die haben einen fantastischen Job gemacht und nach kurzem Zögern und Absprechen mit Familie und Arbeitgeber und so weiter dann sehr gerne zugestimmt und ja, können heute ernten. Das ist auch mal gut, dass die Saison auch nur kurz ist. Ja, absolut. Sonst hätten sie es nicht zusagen können. Ja. Die Halle ist kurz, das kriegst du eher mal mit Family und Job unter einen Hut. Genau, klar. Aber es kamen ja noch andere zurück. Nico Jacobi hatte ja auch schon, war schon in den Trainerstab gewechselt als Torwarttrainer. Das war aber allerdings vorher verabredet, dass er die Halle nochmal spielt, weil er das auch beruflich schaffte. Und Olli Korn das Gleiche, für den es mich besonders freut, weil er eine relativ starke Verletzung hat seit Wochen und nur unter größten Schmerzen und auch sehr viel Medikamenten. Muskulatur am Fuß ist beschädigt. Okay. Und er wurde regelmäßig gespritzt vor den letzten Spielen, weil er jetzt einfach die Zähne zusammenbeißen wollte, um der Mannschaft zu helfen und seine letzte Saison nicht vom Krankenbett, sage ich jetzt mal, zu Ende anschauen wollte. Nun wird diese Mannschaft ja leider keine Zukunft haben, das haben wir gerade schon besprochen. Eine Frage ist mir doch noch aufgetaucht. Darf man zum Europapokal eigentlich ein anderes Team melden als in der Bundesliga? Wäre das dann nochmal eine Möglichkeit, die für einmal noch zusammenkommen zu lassen und so ein Event spielen zu lassen, was sie sich ja eigentlich verdient haben jetzt mit diesem Sieg? Ja. Sehr gute Frage, das muss mein Nachfolger entscheiden. Wäre es denn theoretisch möglich? Ich glaube ja. Also die sind ja alle spielberechtigt, wenn die jetzt nicht den Club wechseln, dann sind die normal spielberechtigt für den UAC. Und du meldest mit einer bestimmten Frist X vor dem Turnier, vor dem Europapokal, meldest du, wen immer du möchtest. Und wenn du sagst, der Platzwart spielt jetzt im Tor, dann ist das deine Entscheidung. Mhm. Ja. Alles klar. Uli, soweit? Uli, mein Lieber, schöne Feier. Dankeschön. Ja, Fabian. Ich glaube, man kann trotzdem irgendwie gratulieren, weil es war wirklich auch kein schlechtes Finale von eurer Mannschaft. Klar, am Ende setzt sich der UAC durch und feiert irgendwie irgendwie auch besondere Geschichte. Aber man vergisst, dass ihr auch irgendwie ohne Niederlage bis ins Finale durchmarschiert seid und ihr jetzt hier im Finale quasi eure erste Saisonniederlage irgendwie eingesteckt habt. Dennoch glaube ich, man kann durchaus mit erhobenem Haupt hier vom Platz gehen. Siehst du das auch so? Ja, es ist natürlich sehr bitter.
das Finale zu verlieren und dann ein erhobenes Haupt, erhobenen Haupt zu haben. Aber erstmal auf jeden Fall Glückwunsch an den UHC, die heute auch sehr stark gespielt haben, auch verhindert haben, dass wir unser Spiel da aufdrängen konnten. Und wie du gesagt hast, feiert eine schöne Geschichte. Das ist es tatsächlich. Und auch gestern war ja Mats der Trainer, der aufgehört hat. Heute ist es Kais. Für einen Trainer, der so eine intensive Zeit hat und dann seine Karriere beendet mit dem Titel, gibt es, glaube ich, nichts Schöneres. Also Glückwunsch von meiner Seite aus und vom Club an der Alster an den UHC, die heute auch eine sehr gute Leistung abgeliefert haben und es halt einfach geschafft haben, uns zu bestimmen, uns auch sehr gut zu lenken, wo wir aufbauen, wie wir aufbauen. Und ja, wir haben es halt nicht geschafft, jetzt unsere Stärken und vor allem die Defensive, die uns im Halbfinale, im Viertelfinale ausgezeichnet hat, auch auf die Platte zu bringen. Und ja, trotzdem habe ich auch in der Kabine gerade eben nochmal zu den Jungs gesagt, dass auch sehr vieles sehr gut war, diese Hallensaison. Wir haben einen Team-Spirit auch nach außen zeigen können, diese Geschlossenheit, auch die Stärke, Qualität der Mannschaft nach außen präsentieren können, haben sehr viele Leute auch im Umfeld begeistern können für das Team, für den Club, für den Sport, weil wir da auch sehr vieles sehr gut gemacht haben. Und ja, jetzt habe ich auch gesagt, kann man ewig hinterher trauern. Das wird bestimmt auch eine Woche dauern, ein paar Tage dauern. Aber wir werden noch hungriger zurückkommen. Das ist mein Anspruch. Und ich glaube auch, die Jungs werden bei der nächsten Möglichkeit schon danach greifen. Ja, dann noch auch danke an den Ausrichter hier Stuttgart. Das ist ja sowas ist ein Riesenevent und man merkt ja, wie, also Stuttgart hat es ja auch selber immer wieder gesagt, man merkt, wie viel da hinten dran steckt, sowas zu stemmen. Und ich glaube, jetzt nach 51 Jahren wieder hier eine deutsche Meisterschaft zu haben. Ja, also danke für das Ausrichten, danke für die super Orga und ja, dass auch Spitzenhockey auch wieder in Süddeutschland präsent war, ist, glaube ich, auch etwas Schönes. So, kommt gut nach Hause. Ich fahre gleich bei euch, glaube ich, mit zum Flughafen.